Ja, ich weiß natürlich nicht, warum die Leute immer den Drang haben, sich in meiner Sendung auszuziehen. Das war letztes Mal schon so, jetzt auch. Das war übrigens nicht Frau Kallas, das war eine gewisse Frau, na, Micky Malheur, sie kommt aus Wien, irgendwo bei Österreich. Ich kann was zu meinem nächsten Gast sagen. Er ist eine echte Legende im Fernsehgeschäft. Er hat alles produziert, was irgendwie an großer Show gelten kann. Wir haben ihm unter anderem diese Sendungen hier zu verdanken. Dass hier Holm Dressler kommt. Hi. Ja. Einfach mal darüber sitzen, Holm. Hey, hier, hier. Du hier. Ja, steht auf dem Weg. Wolf-Dieter Herrmann ist derzeit arbeitslos. Ja, bitteschön. Nehmt doch Platz. Ja, setz dich. Oh, lass mich neben Holm sitzen. Du bist doch Fernsehproduzent, ne? Du produzierst da Fernsehsendung. Ich hätte da eine Aufgabe für dich. Ja, ich bin nämlich arbeitslos. Lass mich mal neben Holm sitzen. Nein, bitte, lass mich. Holm, bitte. Hallo, darf ich mal kurz hier ein ZDF-Spezial? Das ist Ken. Darf ich kurz mal intervenieren? Bitte, ja. Ich meine, ich kann das verstehen, dass ihr ein bisschen aufgeregt seid, weil ihr ins Fernsehen wollt. Und weil das ist völlig klar. Ja. Und Tommy, hast du ein Bier für mich? Wir werden auch versuchen, dass wir am Ende der Sendung euch irgendeinen Exklusivvertrag geben, aber dass ich jetzt einfach mal Erwachsene, also der Holm und ich, dass wir uns unterhalten. Aber die ernsten Dinge des Lebens, nämlich die Unterhaltung. Genau. So. Unterhaltung ist eine sehr ernste Geschichte, das habe ich inzwischen gelernt. Ja, zweifellos. Da darf man nicht mit Spaß. Nee, mit Spaßen darf man damit nicht. Überhaupt nicht. Danke. Holm, vor 20 Jahren hat bei dir die Sache angefangen, als Kabelhilfe. Richtig. Und dann gibt es eine Riesenehre, was du alles gemacht hast. Genau. Vielleicht mal im Staccato-Stil, weil sonst ist die Sendung rum. Oh je, ja, das ist einfach neu. Angefangen mit Blacky Fuchsberger, Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Wolfgang Klippert und so weiter. Ja, Wolf-Dieter Herrmann war dann der Höhepunkt. Ja. Und weiter, dann gab es... Und da musste keine Mark rein. Mit Jauch gearbeitet, Naziste gemacht. Nein, jetzt Menschen, genau. Und jetzt mache ich Heller von Sinnen, Ephraim Kishon und so weiter. Das ist jetzt der Fall. Mit Gottschalk gearbeitet, 15 Jahre. Habe ich, glaube ich, gesagt. 11 Jahre hat eine Ehe mit Thomas Gottschalk gehalten. Eine Ehe mit Thomas Gottschalk? Oh Gott, genau. Was man hier erfährt. Ja. Hoffentlich schafft das die Bilder. Du hast mit ihm das gemacht, was man eigentlich am Anfang dachte, was überhaupt gar nicht geht, nämlich eine Late Night im deutschen Fernsehen zu etablieren. Ja, richtig. Das hat ja hingehauen. Genau. Hat hingehauen. Zweifellos, jetzt machen viele das nach, was wir versucht haben. Mhm. Allerdings am Versuch sind wir ja dann auseinandergegangen. Erklär. Nein, also so tragisch ist das auch gar nicht. Wir haben einfach gleich eigentlich gedacht mit der Late-Night-Show, nur der Sender damals wollte das auf den harten Journalismus bringen. Mhm. Und ich habe gesagt, Unterhaltung, das ist, was die Leute sehen wollen. Mittlerweile macht man Unterhaltung auf Late-Night, insofern habe ich auch recht gehabt. Aber mich hat es nicht gewundert. Dann war das für dich ja gewissermaßen kein Flop, sondern du hast Rückgrat bewiesen, hast gesagt, naja, also entweder wir machen es so, wie du es willst, hast du ja immer gemacht, oder ich mache es nicht. Gut, in der Tat war es so ein bisschen. Aber das ist natürlich auch schon Schnee von gestern. Letzten Endes ist es richtig, die Late-Night-Show hat eingeschlagen, ist eingeschlagen, haben hohe Einschaltquoten. Alle machen es jetzt nach, jeder Sender will eine Late-Night-Show. Insofern hat auch Thomas natürlich irgendwo recht gehabt, einfach straight seine Sache durchzuziehen. Sag mal, was wird denn eigentlich aus dem Fernsehen? Kannst du uns einen Tipp geben? Ich habe 93 mal eine Schlagzeile gelesen, alles Schrott im Fernsehen, immer diese Krawallshows und so etwas. Da gab es die Mondscheinshow auch nicht, muss ich dazu sagen. Die Frage noch ergänzen? Nee. Was kommt aus mir? Nein, also es tatsächlich ist so, wenn man heute durch die Kanäle zappt, dann ist man eigentlich unzufrieden, wenn man ehrlich ist. Und auch irgendwo ist da immer noch viel Schrott dabei. Mhm. Und das ist einfach Fastfood geworden. Und ich bin derjenige, der immer noch gegen angeht und sagt, es muss nicht immer so alles schlimm und schrecklich sein, was da im Moment passiert. Und ich kämpfe dafür, dass das Fernsehen auch Spaß machen kann, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Und es macht auch Spaß, sonst wären wir ja nicht hier. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Nein. Ernsthaft? Warum? Nein, ich sage nein. Sag mal, warum bist du denn eigentlich nie, also vor der Kamera, 20 Jahre lang hinter der Kamera, kannst du das nicht, willst du das nicht, liebst du da die Anonymität? Ja, jetzt könnte ich natürlich so auf Understatement noch ein Kokettieren damit. Natürlich war das tatsächlich, ich war Bankkaufmann und wollte nichts anderes als im Fernsehen moderieren. Und das war wirklich tatsächlich mein erstes Ziel. Aber durch die Mitarbeit... Das heißt, du bist ein arbeitsloser Moderator. Durch die Mitarbeit aber mit Thomas, mit Frank und mit Günther Jauch, irgendwann habe ich dann entdeckt, hoppla, die Anonymität ist natürlich auch ganz schön und deshalb beneiden mich auch die Herrschaften meine Anonymität, aber ich gebe zu, irgendwann reizt mich auch und irgendwann mache ich Pilot mit mir.
Dann machen wir einen Dreier mit Gottschalk. Das ist ein tolles Angebot. Sag mal, wenn du so zurückdenkst, was war denn das Größte, was du im Fernsehen gemacht hast? Die größte Show, wo du sagst, ein Riesending ist, was richtig gut geworden ist? Also mal Scarlett Garden. Das war das, was du überzogen hast. Komm, gib's. Also gut, abgesehen mal von den Reihen Wetten, das und sowas, sicherlich die Show der 80er, 3,5 Stunden. Im Jahr 1990, wo wir einfach 10 Jahre Fernsehen... Das waren die 80er, hieß die? Das waren die 80er. Glaubst du, dass das arg abgesprochen wirken würde, wenn wir ganz zufällig diese Mats jetzt auch einspielen würden? Nein. Nein! Nein. Nein. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Das war die 80er. Hier ist das Beste davon. Ihr kommt in die Zola, ihr habt das so lang stark. Steig in der Diesel ein, ihr werdet der Sieger sein. Independent. People see the thing, I'm a descendant of a protected king. Shaka Zulu, I don't believe in you. Do you? Just because I'm black, it doesn't mean that I'm boring. I'm a messenger, I'm a courier. Keep the microphone to send a telegram. If a lady gets a compliment, I'll say thank you, ma'am. Das Klatschen ist ja. So, jetzt für die Küche. Das waren also diese. Ja, aber was hat er denn jetzt mit Holm vor? Oh ja, was hat er denn gemacht? Mann. Sag mal, das waren ja diese klassischen Shows im Fernsehen, wo sich noch sehr viel bewegt wurde, wo noch über 3,5 Stunden ging. Ist sowas heute noch angesagt? Ist das noch möglich? Ah, auf alle Fälle, es macht Spaß. Schreinemakers macht einmal die Woche 3,5 Stunden und sie beweist es. Das reicht aber auch. Immerhin 3,5 Stunden, kriegt die, glaube ich, 6 Millionen. Und ich hätte auch Lust, in 6 Jahren die Show der 90er zu machen und garantiert wird die 4 Stunden. Nein, ich glaube wirklich an eine Samstagabendshow. Ich bin ein unerschütterlicher Optimist. Und ich glaube auch, dass die Leute so eine Ereignisshow haben wollen, wie 90 Minuten oder länger. Lauter Perverse, 3 Stunden Perverse. So hinter so einer Leinwand, so ein Schattenriss. Und dann sagt der eine, oh, ich komme aus der Pals, gell. Und ich kann nur kommen, wenn meine Frau mit dem Nudelhus auch auf den Kopf haut, gell. Und dann sagt die Schreinemacher, sagt dann, machen die das schon lange? Dann sagt er, oh, nicht mehr so lange, weil die Holzpreise sind auf einmal hochgegangen. Aber alles hinter so einer Ding und so, das würde ich gut finden. Ganz Abend. Ja, genau. Du siehst doch die als Gast in deiner Sendung. Und genau. Das ist nämlich meine Frage. Ja, ja. Was ist daran also komisch? Was ist lustig am Fernsehen? Was bringt daran Spaß, wenn man mit solchen Leuten hier arbeiten muss? Die den Job machen, was sie wollen. Also da zähle ich dich natürlich damit zu. Das einfach verrückte Typen braucht das Land. Insofern ist es richtig. Warum braucht das Land verrückte Typen? Ja, weil wir an der Regierung völlige biedere Typen haben. Ja. Na, kein Wahlkampf. Oder da ist was dran. Ja, ich finde, IQ-schwache Politiker müssen auch IQ-schwache Moderatoren nach sich ziehen. Insofern ist nein, das auch ist richtig. Und die Zuschauer danken es ja auch mit Einschalten. Nein, wir sprechen nicht über die Wahl. Ja. Hast du irgendeine Sendung für die beiden, vielleicht, dass die mal raus können aus der Sendung jetzt hier? Irgendein Angebot, ein konkretes? Du musst zugeben, wir haben uns gut verstanden, während wir arbeiten. Ja, und du warst auch zufrieden mit ja, mir. Also, doch, du hast mir sein. Auch gesagt, dass ich eine Zukunft hätte. Ich hätte vielleicht ein intelligentes Gespräch geführt mit einem Holm Dressler, hat man ja nicht jeden Tag in seiner Sendung. Ich gesagt, mit Zukunft. Aber leider ist es eben nicht möglich, wenn diese beiden Menschen hier irgendwo sind. Da geht das nicht. Ich habe jetzt eine kleine Bitte an euch, weil meine Zeit geht jetzt auch langsam zu Ende. Keine Brezeln. Wir sollten einen Blues machen. Komm, setz dich wieder hin. Nein, setz du dich mal wieder hin. Ja, gut, ja? Nein, nimm mich auf meinen Platz. Ja. Also, ihr habt jetzt die Möglichkeit zu gehen. Oh Mann. Mache ja, was Sie wollen. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle von den drei verabschieden. Von mir aus können Sie noch sitzen bleiben, ich weiß es nicht. Und ich sage euch jetzt eine Band an, die irgendwo geil ist. Es sind die Blauen Bengel und sie haben ein Lied von Sarah Leander gecovert, nämlich Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Yeah.